Hallo meine Freunde der 100%-Läufe und willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Oder Shadow of Ronin, wie ihr wollt. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute nämlich den Steffen, außerdem den Kamaljot, den Gianluca und Yoda grüße ich auch. Das ist ein Hamster. Und wir sind, haben letztes Mal Kapitel 7 abgeschlossen, nachdem wir das ewig gesucht haben, aber das war ja in dem Berg oben drinne, wo wir es irgendwie nicht so erwartet hätten. Und jetzt geht's weiter zu Kapitel Nummer 8 von insgesamt 10 Kapiteln. Und Kapitel 8 ist der Elementar-Nexus. Ich hab's auf Anhieb gefunden, ich bin ja schon stolz. 10 goldene Steine haben wir schon, genau. Und 5 goldene Steine fehlen uns hier noch. Wir fangen am besten gleich im ersten Level an. Den roten Stein haben wir den roten Stein, da muss ich gerade nochmal gucken. Den roten Stein haben wir auch nicht, das heißt, den roten Stein müssen wir auch noch suchen. Okay, wir fangen im ersten Level an, was fehlt uns hier? Okay, hier fehlen uns nur die Sammelgegenstände. Ein Sammelgegenstand fehlt uns hier. Naja, den sollten wir ja finden. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, wäre das ärgerlich, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin, dass wir auch diesen einen letzten Sammelgegenstand noch finden. Ich muss hier gerade nochmal meine Maus anschließen, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber die hat gerade keine Batterie mehr. So, es geht los. Wenn ihr euch wundert, warum ich eine Maus habe, zum Aufnehmen, also ich muss ja irgendwie die Aufnahme starten. Und ich habe ja eine Funkmaus. Die Funkmaus liegt bei mir am Tisch jetzt gerade hier, am Fernsehtisch, auf dem Fernsehtisch. Deswegen musste ich die jetzt gerade hier nochmal zum zum Computer bringen und anschließen. Ist auch wurscht. Wir sind hier im Spiel und wir sollen einmal mit Lloyd hier spielen. War, glaube ich, das erste Level damals, wo wir Lloyd bekommen haben, oder? Ich glaube, es war das erste Level, wo wir mit Lloyd gespielt haben. Der war natürlich nicht schlecht, der Kerl. Lloyd, kannst du mit deinen Kräften die Dunkelheit vertreiben? Dafür sind jetzt die Sachen vielleicht nicht mehr ganz so leicht zu finden, weil wir jetzt überall in die Leute Sachen rein können auch. Naja, wir vertreiben auf jeden Fall mal die Dunkelheit, denn Dunkelheit mögen wir nicht. So, die Dunkelheit wäre vertrieben, wenn das doch immer nur so einfach wäre. Naja, ein bisschen Licht schadet ja eh nicht. Na, wir können auch unseren Kollegen hier mal nehmen, der hier. Wobei jetzt nicht so ein Fan bin von den Charakteren, die hier noch zusätzlich mit dabei sind. Finde ich irgendwie, wie gesagt, es reicht eigentlich, wenn man es mit den Ninjas durchspielt. So, ich muss aber, ich glaube, ich nehme nochmal hier Zane. Das sieht so nach Wasserfall aus. Vielleicht können wir da nochmal was einfrieren. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es bald wissen, wenn wir es herausfinden. Es sieht so aus, als können wir den einfrieren, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ja, da oben ist doch die Charaktermünze, die uns fehlt. So mag ich das noch. Muss gerade nochmal gucken. Was ist die letzte? Verdammt, da ist noch irgendwo eine. Schlangengrube. Ja, anscheinend haben wir auch wieder alle Schlangen bekommen oder so. Scheint etwas zu fehlen. Der Witz fehlt, der Witz fehlt. Können wir da drauf schießen so direkt? Nee. Da braucht irgendwie jemand, der was werfen kann. Du hattest doch. Nein, du hast auch einen Strahl gehabt. Dann nehmen wir doch. Nia konnte auf jeden Fall was werfen. Auf jeden Fall, das mit dem auf jeden Fall nehme ich auf jeden Fall zurück. So. Aber Ronin kann es auf jeden Fall. Der kann es wirklich. Bei dem bin ich mir auch sicher, dass es kann. Dann macht das hier Ding auch noch kaputt. Zumindest den ersten haben wir schon gefunden. Das ist schon mal ein guter Anfang, finde ich. Bringt uns unseren 100% auf jeden Fall, ups, näher. So, ja, du sollst hier wechseln, genau. Und sie, nee, ja doch, genau in die richtige Richtung, lieber Sensei. Alles richtig gemacht. Ronin schaut uns auch ganz begeistert zu. Wir können weiter. Das ist gut. Misako hält sich anscheinend in einem anderen Bereich der Gruft auf. Schade, ich dachte, den Schlangenkopf könnte man hier auch kaputt machen. Das war uns aber leider nicht vergönnt. Dafür müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht von den Dingern kaputt gemacht werden. Wir gehen erstmal unten rum und holen hier noch die Münzen, die hier rumliegen. Der 10-fach-Multiplikator scheint aufgrund der ganzen Münzen, die wir hier schon bekommen haben, noch an zu sein. Aber wir brauchen ja auch die Münzen. Wir haben ja noch sehr, sehr viele Charaktere, die uns fehlen. Ich glaube, es sind, weiß gar nicht, so 80 oder 90 Charaktere sind insgesamt. Und wir haben noch sehr viele nicht gekauft davon. Zwar freigeschaltet, schon, also zwar schon gefunden, aber noch nicht gekauft. Okay. Was? Das ist nur für... Achso, du... Ah, da brauchen wir ein Schwert, oder? Hatten wir da keinen mit Schwert dabei? Wenn wir nämlich keinen mit Schwert dabei haben, dann wäre das schon... Ah, schade. Hat er mich schon so gefreut, dachte, jetzt hätten wir das auch schon gefunden, aber... War leider dann doch noch nicht der Fall. Naja, wäre auch zu leicht gewesen. Also ich kann noch mal gucken wollte, ob hier der rote Stein ist in dem Level. Ja, der rote Stein ist auch hier. Ah, das war das Level, wo dieses grüne Giftzeug war, wo wir nicht rüberlaufen konnten? Ich glaube, das war das. Ja, das müsste das Level hier gewesen sein. Wo auf der rechten Seite sind, wo konnten wir da weiterlaufen, da war so grünes Giftzeug und da konnten wir da nicht weiter.
wo ich wieder ziemlich geärgert habe. Ich glaube nicht, dass meine Mama hier unten ist, Sensei. Ich teile deine Zweifel, aber wir müssen uns vergewissern. Genau, das grüne Zeug habe ich gemeint. So, einmal den Spinjitzu hier anmachen. Und jetzt brauchen wir da die Schlange da unten. Die eine Schlange, aber nicht die blaue, sondern ich glaube, die grüne Schlange brauchen wir da. Irgendjemand von Team Grün? Wen haben wir denn hier von Team Grün-Schlange? Da oben, die anderen haben alle gar nicht freigeschaltet. Ach komm, schalte, kaufen wir sie uns doch gleich. Kaufen wir uns noch mal ein paar coole. Wir haben ja hier eh momentan mehr als genügend, oder? Ja, 300.000, ja, können wir uns. Da kaufen wir uns doch einfach mal wieder einen Charakter. Und zwar bei den Schlangen würde ich gerne ein bisschen shoppen gehen. Bei den grünen Giftschlangen. Und das ist natürlich, Python wäre natürlich auch cool gewesen. 500.000 kostet Python, gar nicht mal so günstig hier. Vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen sparen. Dann nehmen wir uns, wen nehmen wir denn hier? Haben wir hier die Wahl zwischen Splitter, Lizaru und, Arcidus. Das ist der teuerste. Ich bin immer noch so ein bisschen überlegen, weil ich habe immer noch die Befürchtung, dass es vielleicht der eine Stein, ein Multiplikat. Naja, wir haben einen Grün, wir lassen es jetzt doch erstmal bei dem Grün hier. Weil wir brauchen ja noch den einen Stein. Also wir haben ja noch ein paar rote Steine und ich habe immer noch die Befürchtung, dass vielleicht nochmal ein Multiplikatorstein dabei sein könnte. Und den würde ich auf jeden Fall sofort kaufen, sobald es ihn gibt. Und Splitter kann hier ja als, oder ich glaube, das wird auch im ganzen Spiel nur einmal eingesetzt, diese Fähigkeit, oder? Dieses Übergiftlaufen. Oder zweimal? Ich weiß nicht. Ich glaube zweimal. Feindesbeute. Ah, das heißt wahrscheinlich, dass die Gegner auch Stats hinterlassen. Ja, können wir uns eigentlich gleich kaufen. Das Tolle ist ja, dass man es hier im Spiel gleich kaufen kann, wenn man im Level ist. Einmal in den Shop rein, bitteschön. So, einmal in den Shop rein. Und dann einmal rüber. Und dann schauen wir mal hier mit extra... Okay, mit diesen extra dann feine Stats, wenn du sie besiegst. Okay. 75.000, weiß nicht, ob sich das so lohnt, aber... Naja. Ein paar mehr Stats können wir auf jeden Fall gebrauchen, von daher... Machen wir das jetzt einfach mal an. Was ist der eine rote dann noch? Da unten. Es gibt ja gar nicht so viele hier. Es gibt ja hier insgesamt nur 10 goldene Steine. 10 rote Steine. Ne, super schnell bauen lassen wir erstmal noch aus. Und dann machen wir den aber auch noch an den roten Stein. Nicht nur kaufen, sondern natürlich auch anmachen. So, feines Beute. Angemacht ist er. In dem Level haben wir jetzt hier auch alle schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Level ging. Sollen wir es noch weiterspielen? Ach komm. Spielen wir es noch weiter. Wir kriegen 45.000 kriegen wir, wenn wir das hier noch durchspielen, noch weiterspielen. Von daher können wir das auch durchaus noch weiterspielen, finde ich. So, jede Münze zählt. Und Bingo. Jetzt brauchen wir aber gleich einen Ninja. Das können nur Ninja machen, was wir da jetzt gleich machen müssen. So, zweimal. Die Sachen müssen wir wahrscheinlich zusammenbauen, oder? Ja, die vier Ecken müssen es wohl sein. Oder? Nee, dreimal nur. Okay. Auch recht. Jetzt ist wieder Ninja-Zeit. Wie nehmen wir? Gut. Uns wird Kai vorgeschlagen. Jay vorgeschlagen. Dann nehmen wir halt auch Jay. So, wir machen den Ninja-Wirbel. Mal schauen, ob es diesmal klappt. Letztes Mal, wo wir den gemacht haben, hat es ja nicht funktioniert gehabt. Da gab es ja irgendwie so einen leichten Bug. Aber ich glaube, diesmal schaut es gut aus. Dieses Mal schaffen wir es. Ja, dieses Mal klappt es auf jeden Fall. Da können wir uns eine coole, große Schlange zusammenbauen. Da oben ist ein Ausgang. Ja, Lloyd. Ich vermute, er führt nach oben, zum zentralen Bereich des Friedhofs. Wo hoffentlich auch meine Mama ist. Gehen wir. Yep, ist wünschenswert. Ich glaube, sie war da auch, wenn ich mich richtig erinnere. Na dann, einmal nach oben geflogen, Steine mitgenommen und Mama besucht. Hier gibt es auch nochmal... Ja, wahrscheinlich ist es schneller, die anderen Level zu machen, also die normalen... Ach, da war noch dieses schreckliche Rätsel war hier am Ende noch. Ja, ich erinnere mich. Aber mei, für 164.000, dafür, dass wir es jetzt schon so lange gespielt haben, das Level, sollten wir es, finde ich, auch zu Ende bringen. Aber das können wir nur machen, wenn wir den guten Lloyd auch wieder haben. Und da ist der Lloyd auch schon. So, liebe Lloyd, hier haben wir ihn. Genau so. Die sehen aus wie Druckplatten. Ja, aber ich befürchte, wir sind nicht schwer genug, um sie zu betätigen. Zu schade, dass wir diese Statuen dort nicht bewegen können. Vielleicht können wir ja doch. Und wie sollen wir die bewegen, die Statuen? Wie ging das nochmal? Wahrscheinlich irgendwie... Müssen wir die alle kaputt machen? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die bewegen... Ah, da konnten wir was ausgraben. Das haben wir auch schon gemacht gehabt. Uns wahrscheinlich einfach draufstellen hier, oder? Nee. Wir kriegen den Tipp. Wenn wir den Tipp kriegen, dann sollten wir den auch nutzen. Ah, okay, das müssten wir sogar mit ihr machen. Ich verstehe. Misako musste das machen. Na gut, dann mach mal hier. Dann such uns mal das raus, was wir hier brauchen. Frau Archäologin. Einmal bitte hier mitkommen. Dankeschön. Ups, sind wir schon vorbeigelaufen? Ich glaube, wir sind vorbeigelaufen, wo es war. Hä? Wo ist es denn? Hey!
Oh, no, neuer Versuch. Jetzt müssen wir da lang, da lang. Also, wir sind doch dem... Wo sind wir denn da bitte schon vorbeigelaufen? Wo haben wir es denn da übersehen? Wo ist das fiese Ding weitergegangen? Ah, hier müssen wir... Hier müssen wir rum. Ah, okay, da sind wir anscheinend falsch abgezweigt. Okay, nicht so schlimm. Dann graben wir es trotzdem nochmal aus. Schnell graben, 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 graben. Ich kann oft graben sagen. Aha. Geht doch. So, das darfst jetzt wieder du machen. Das darf der starke Cole machen. Genau, da musste man das hier alles schön verschieben. Ah. Genau, wir fangen jetzt erstmal mit... Ah, wir brauchen ja den anderen... Ah, genau, musste ja die Kreise auch tauschen. So, das passt auf jeden Fall. So, und damit konnten wir dann den Kreis tauschen. Jetzt müssen wir noch den äußeren Kreis richtig stellen. Schauen wir mal. Achso, wir können ja immer nur einen richtig stellen, oder? Ja. Also zwei gleichzeitig richtig stellen. Ja, die zum Beispiel nicht. Wir müssen ja die anderen richtig stellen. So, einmal nochmal im Kreisraum. So, das schaut auch gut aus. Ja, das positioniert sich von alleine. Das finde ich gut. So, jetzt aber schieben Cole. Doch. Erst wollte Cole nicht so recht, aber dann hat er sich doch dazu durchringen können. Schöne Sache. Und dann drehen wir erst nochmal den äußeren Ring. Die Schlangen leuchten uns auch schon ganz fröhlich an. Ups, was tust du denn hier? Du sollst ja nicht durchdrehen, du sollst dir das Ding richtig mal drehen in der Mitte nur. So, den einmal nach da drehen. Perfekt. Dann hier nochmal zu dem Hebel hin. Also, es geht alles ganz flott. Das dauert nicht lange, das haben wir gleich geschafft. Dann nochmal hier schnell drehen. Und das Ding in der Mitte auch nochmal drehen. Ja, ja, völlig am Durchdrehen schon wieder, wie sich das gehört. So, einmal hier bitte und Cole und so, hä? 200.000 nehmen wir hier sogar aus dem Level mit. Finde ich gut, finde ich gut. Die können wir auf jeden Fall auch effektiv einsetzen, wieder zum Charakterkauf. Na dann, einmal da nochmal rein. Perfekt, perfekt. Damit wäre das auch aktiviert. Damit haben wir, glaube ich, auch das Level abgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, nochmal einmal, ein letztes Mal drehen und dann sollte das Level aber wirklich vorbei sein. Die Toten vielleicht nicht, aber wir haben definitiv Aufmerksamkeit erregt. Sieh! Ich sehe die Schlangen, ich sehe sie und ich schmeiße sie auch gleich weg. 9 müssen wir insgesamt besiegen. Ah, seht ihr, jetzt bringen die sogar Stats. Oh, gar nicht mal so wenig Stats eigentlich. Problem ist nur, dass wir sie, wenn wir sie... Ah! Ja, doch. Bringt schon immer. Ich meine, einer von den Goldenen ist immerhin auch 1000. Von daher lohnt sich das durchaus. Ja, doch. Kann man machen. So, die auch noch einsammeln. Jetzt lohnen sie sich auf jeden Fall, die Goldenen. Na, weg mit dir. Ja, doch, war gar nicht so schlecht, dass der Kampf am Ende noch ist. So, den haben wir auch nochmal weg. Na, jetzt geht er weg. Geht doch. So, weg mit euch. Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Nein, da hinten war doch noch Stats. Da liegen die Stats und wir können sie nicht holen. Gemeinheit. Egal, dafür haben wir alles andere in dem Level geholt. Und damit unsere Münzen nochmal ordentlich aufgewertet. Haben jetzt schon 71% des Spiels und gehen direkt zum nächsten Level. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr aufpassen auf den roten Stein in dem Kapitel, denn den haben wir jetzt gefunden. Und was fehlt uns hier? Ah, da müssen wir immer die richtigen Türen nehmen, ich erinnere mich. Und Sammelgegenstände brauchen wir alle. Also zwei Sammelgegenstände. Ich tippe mal, einen Sammelgegenstand haben wir schon. Dann müssen wir vor allem mal die Türen richtig nehmen. Das ist ja immer die Kunst hier gewesen. Hey, was macht der Affe dort? Was wir auch gelernt haben hier, niemals dem Affen trauen. Der Affe lügt nämlich wie gedruckt. Nicht in die Tür reingehen, die der Affe für richtig befindet. Das ist nämlich nicht die richtige Tür. Nee, Affe, dir glaube ich nicht mehr. Was? Die Statuen bewegen sich. Das ist selten ein gutes Zeichen. Das ist richtig, ja. So, Sensei Wu kann hier natürlich auch und so. Und gleich danach nochmal das hier machen. Problem? Ist ja nicht so, ja. Als wären wir Tauben. Nein, was hat die Uhr überhaupt angezeigt? Müssen wir gerade nochmal gucken. Die Uhr zeigt 3 an. Okay, dann müssen wir... Dann müssen wir wohl auf die 3. Ich gehe aber trotzdem nochmal hier in die Richtung, vorsichtshalber. Blöd ist natürlich auch, dass wir vielleicht mal durch eine falsche Tür gehen müssen sogar, um dann den Sammelgegenstand zu bekommen. Aber hier ist er, glaube ich, nicht. Nee, Affe. Dir glaube ich nicht. Ah. Du bist ein böser Affe. Wenn ich was gelernt habe, dann das. So, wo ist Lloyd? Leute, da ist Lloyd. Mittlerweile weiß ich ja schon, wo wir die wichtigen Charaktere immer finden. Ja, gehst du nochmal auf? Geht doch. Nett von dir. Mir auch diese blauen Steine zu überlassen. So, einmal das hier noch kaputt machen alles. Und weg ist es. So, die auch noch einsammeln und dann hier nix wie rein in Tür Nummer 3.
Das ist schon viel besser. Ja, wäre perfekt für ein Picknick. Komm schon, wir müssen uns beeilen. 12 war das jetzt gerade eben. Ah, 6 Uhr zeigt er jetzt an. Okay. Dann werden wir wohl dem Ding glauben müssen. Ich nehme mal hier nochmal den Zany, unser Meistertaucher. Wo ist er denn? Da. Das ist ja insane hier. Genau, mit dem konnten wir nämlich noch Sachen verschieben. Hatten wir bestimmt auch irgendwas falsch rumgeschoben oder so. Das kann dann natürlich auch sein. Da kann mich auch noch an diese gemeine, fleischfressende Pflanze erinnern, die wir dann in der anderen Ebene sozusagen besiegen mussten. Aber ich kann mich erinnern, dass wir... Oder? Konnten wir da nicht rein oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwas war auf jeden Fall mit der Pflanze. Irgendwas hat da nicht gepasst gehabt. Naja, wir tauchen erstmal wieder nach oben. Genau. So, jetzt sind wir schon mal da oben. Achso, wir brauchen... Okay, 6 Uhr ist das Richtige. Genau, da konnte man dann... Da konnte Sensei Wu noch was reinschmeißen. Den müssten wir ja eigentlich auch noch haben, oder? Ah, nee, wir haben Charakter gewechselt, deswegen haben wir den wahrscheinlich nicht mehr. Außer natürlich, du kannst hier auch was werfen. Das wäre natürlich super. Kannst du das? Du kannst Schallwellen... Die Schallwellen, diese Fähigkeit, die braucht man auch gar nicht in dem Spiel. Normalerweise man kann ja mit diesen Schallwellen immer irgendwelche Glassachen oder so kaputt machen. Aber das scheint hier irgendwie auch nicht gebraucht zu werden in dem Spiel. Vielleicht haben sie sich immer gedacht gehabt, dass sie das einmal und haben sich dann doch anders überlegt. Das könnte natürlich sein. So, einmal daran und dann auch gleich nochmal hier weiter schwingen. Perfekt, sehr gut. Da ist auch schon die Nummer 6, wo wir rein wollen. Wo es uns angezeigt wurde. Kommen wir da auf die andere Seite rüber? Ne, dann müssen wir wahrscheinlich hier durchgehen. Okay. Ich habe da noch ein paar Affen schwingen gesehen, aber es war keiner von den gemeinen roten, keiner von den gemeinen Rotaffen. War nur ein Braunaffe. Wir sind richtig gelaufen. Hey, hier sieht jetzt alles anders aus. War das die richtige Tür? Okay, hier sind wir auch noch nicht durchgekommen. Ich glaube, es zählt, glaube ich, noch als richtige Tür, auch wenn es diesen Ton gemacht hat, dass es die falsche Tür ist. Aber ich meine, dass es trotzdem die richtige Tür war. 9 Uhr wurde da gerade angezeigt. Ah, immer diese verrückten Affen. Was machen die nur immer? Ah ja, du gemeine Affe. Noch lachst du, noch lachst du. Mal kurz gucken. Ja, es war definitiv die 9, die hier angezeigt wird. So, das ist nicht die 9, das ist die 6. Da gehen wir besser nicht rein. Ah ja, genau, das haben wir jetzt auch freigeschaltet da hinten. Das sieht man jetzt auch. Die ist da auch schon angezeigt. So, euch schleudern wir mal schnell weg. Aber eure Münzen nehmen wir trotzdem gerne noch mit. Oh, verdammt. Sein Spinjitzu ist nicht aufgeladen. Das ist nicht gut. Verdammt, 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 verdammt. Ärgerlich. Okay, wir müssen hier aber das hier erstmal nochmal reparieren. Da ist Nia natürlich geeignet. Die kann sowas. Dass wir die Uhr hier auch wieder auf die richtige Zeit einstellen. Das ist in dem Fall die richtige Zeit. Ein Mechanismus fehlt. Dann sollten wir natürlich den Rest vom Mechanismus auch noch in die Person zusammen zu bekommen. Da laufen wir erstmal nicht rein. Wir laufen nirgendwo rein, wo wir nicht reinlaufen müssen. Dann geht's noch weiter. Gespannt. Ah! Obwohl, hatten wir Lloyd? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Lloyd hatten wir aber zu dem Zeitpunkt. Oder war der da dabei? Ich meine, er war dabei. Aber kann auch sein, dass der aber nicht dabei war. Wir werden es gleich herausfinden. Auf jeden Fall kommen wir da gleich rein. Ja, schön. Ja, doch, ich meine mich erinnern zu können, dass wir da mal drin waren. Da gab's, ja, doch, da gab es das blaue Zahnrad. Ja, klar. Ja, natürlich. Ich erinnere mich. Hier haben wir das verlorene blaue Zahnrad gefunden. Genau, da liegt es auch schon. Noch irgendwas versteckt oder so? Nee. Ich würde fast in das Level müssen wir auch nochmal rein. Aber, naja. Der Weltuntergang. Mal darüber gehüpft. Vorbei an der Pflanze, die uns fressen möchte. Und direkt hier zusammenbauen. Jetzt sollte es funktionieren. Na, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Und einmal drehen, bitteschön. Ah, und jetzt zeigt sie nämlich auch die 9 Uhr richtig an. Perfekt. Oder? Zeigt sie jetzt auch die 9 an? Du solltest jetzt die 9 anzeigen, wie am Anfang. Ja! Ding Dong! Alles richtig gemacht. Nee, hier scheint es nicht zu sein. Okay, wir gehen nochmal weiter. In die nächste Tür. Die richtige war. Der Ausgang sollte ganz in der Nähe sein. Schnell! Hihi! Nochmal ein paar blaue abgeholt. Die Blumen kann man aber so nicht kaputt machen, oder? Nee, die kann man nicht kaputt machen. Die kann man nur als Trampolin benutzen, die Trampolinblumen hier. Schön. Und die holen wir natürlich auch noch hier, die Trampolinblume. Da oben habe ich noch einen Affen gesehen. Hier liegen auch noch ein paar Blumen rum. Wo ist der letzte Sammelgegenstand? Verdammt, verdammt, verdammt. Den finden wir, glaube ich, nicht mehr. Mist.
Da sind wir anscheinend zu oft ins richtige Tor reingelaufen, um den zu finden. Na egal. Dann machen wir halt nochmal einen Durchlauf, indem wir in die falschen Tore reingehen. Wobei, hier muss man auch noch schwimmen. Weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen in ein Tor reinlaufe, in das ich gar nicht rein will. Was steht denn hier? 12 Uhr steht hier. Okay. Dann nochmal zum Zane gewechselt und nochmal auf Tauchstation gehen. So, einmal runtertauchen bitte. Dankeschön. Den hatten wir damals auf jeden Fall auch dabei, von daher ist das hier noch nichts Besonderes, dass man hier runter kann. Da ist noch ein gemeiner Spucker, der uns nicht vorankommen lässt wahrscheinlich, oder? Ja, genau, der lässt uns da nicht graben. Hier ist noch Zeug. Der lässt uns da nicht drehen. Jetzt sehe ich den da graben. Wir sind doch hier nicht im Graben, wir sind hier am Tauchen, wenn überhaupt. Ja, das sind auf jeden Fall die Level jetzt hier, wo man nochmal ein bisschen länger suchen muss, auf jeden Fall, wo die Sachen nicht so leicht zu finden sind. Da dachte ich ja damals, es wäre irgendwas, was ich mit Eis da machen müsste, aber da hatte ich mich dann doch getäuscht. Ups. Einmal nach oben tauchen bitte sehen. Boah. Wie ein Fisch schaust du jetzt nicht dabei aus, aber es funktioniert zumindest. Ah. Ah, mit dem Affen kann man reden. Ah. Sehr gut. Und der bringt uns dann das letzte Ding. Ach cool, dann ist die Fähigkeit doch nochmal eingesetzt worden hier von unserem braunen Ninja. Ja, schön. Na, komm, Herr Affe. Bringst du uns, was wir brauchen? Weil den hatten wir definitiv nicht dabei. Ja. Schön, haben wir es doch noch gefunden. Ach, das finde ich gut. Das finde ich gut. Jawohl, Sensei Gamadon in klassisch gibt es da dafür als Belohnung. Und damit haben wir auch alles in diesem Level geschafft. Wir haben 460.000 Stats gerade. Finde ich cool. Finde ich cool. So, jetzt müssen wir noch die richtige Tür nehmen. Da geht es auf jeden Fall nach oben. Vielleicht auch zur richtigen Tür. Wir werden es herausfinden. Da müssen wir hier überhaupt entlang laufen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nur, um wieder zurückzukommen. Ach nee, genau. Wir müssen ja dieses unten stoppen. Wir müssen ja diesen gemeinen Typen, der da uns davon abhält, das Ding unten zu schieben unter Wasser. Den Strudelverursacher müssen wir ja eliminieren. Beziehungsweise einfach was vor die Nase schieben. Du bist dran, Zane. Aber es hat sich bewahrheitet, dass die braunen Affen echt die netten Affen hier sind. Nur der eine, dieser gemeine rote Affe, der gemeine Rotaffe uns immer ein Problem darstellt. Ja, Zane ist auf jeden Fall dran, das ist richtig. Und Zane ist auch hier. Naja, da sieht man schon, uns fehlen echt noch viele Charaktere, die wir kaufen müssen. Ich glaube, da muss ich dann einen Part mal machen und einfach alle Charaktere einmal kurz zeigen, oder? Ihr wollt ja eh mal alle Charaktere, Fahrzeuge oder sowas gibt's nicht, dann machen wir einfach einen Part vielleicht, wo ich alle Charaktere mal zeige. Ja, schauen wir mal, wie wir das machen. Okay, dann hier einmal drauf. Einmal schnell gedreht. Drehen. Oh, nee, war in die falsche Richtung. In die Richtung muss ich es drehen. Es gibt immer zwei Richtungen, die man es drehen kann. Und ich habe mich natürlich instinktiv für die falsche entschieden. Oh, und da kommen wir auch schon aus dem Wasser. Ah. Und da ist die goldene Türe Nummer 12. Ich meine ja, dass wir auch, wenn wir einmal den Fehlton hatten, dass wir trotzdem nur durch die Richtung durchgegangen sind. Also meine ich auch, dass wir jetzt den goldenen Stein bekommen sollten. Ja, falsche Nummer. Wir haben den goldenen Stein bekommen. Zum Elementar-Nexus. Genau, da wollen wir hin. Sehr gut. 1 Million Steine haben wir jetzt sogar schon. Sehr cool. Und insgesamt 72%. Und damit können wir natürlich dann aus Hiroshis Labyrinth verschwinden und ins nächste Level gehen. Oder ins nächste Kapitel auch. Die Nexus-Kammer. Jawohl. Was fehlen wir uns denn hier? Was müssen wir denn hier schaffen? Nimm an den Dracheneiern keinen Schaden. Ah, genau, da muss man die Dracheneier immer mit den richtigen Elementarkräften nehmen. Vielleicht sind die Podeste zu beiden Seiten der Ringe irgendwie miteinander verbunden? Hey, jede Idee ist besser als die von Cole. Was stellen wir auf sie drauf? Ja, wir bauen uns erstmal hier nach oben. Aber man braucht mir hier auch noch Sammelgegenstände, oder war das nur mit den Dracheneiern? Ich glaube, wir brauchten hier noch die Sammelgegenstände. Ja, uns. Die zwei Sammelgegenstände haben uns auch noch gefehlt. Okay, naja. Ich kann hier oben elektrische Geräte sehen. Und wer ist der Experte für elektrische Geräte? Richtig, Jay, der schon wieder nicht hier ausgewählt ist. So. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein.
Servus.